Vorurteile aus der Hölle, Teil 2. Man ist an den Rollstuhl gefesselt. Also sorry, ich stehe jetzt nicht so auf Bondage. Mm-mm. Es ist problematisch, weil damit auch suggeriert wird, dass ein Rollstuhl so eine Art Freiheitsberaubung wäre. Aber das ist halt einfach nur Unsinn, also Quatsch. Ein Rollstuhl ist keine Last, sondern einfach ein sehr, sehr nützliches Hilfsmittel. Und ohne Rollstuhl wäre ich auf einen beschränkten Radius begrenzt in meiner Freizeit und könnte nicht so viele Unternehmungen machen, wie zum Beispiel Crowdsurfen im Rollstuhl oder solche Dinge. Behinderte Menschen sind einfach so tapfer. Also problematisch ist, dass damit suggeriert wird, dass ein Leben mit einer Beeinträchtigung irgendwie furchtbar schlimm wäre oder dass man ständig irgendwie leiden würde, aber das ist halt irgendwie Blödsinn. Also ich brauche halt ein paar andere Lösungen sozusagen, um das Gleiche zu machen wie auch andere in meinem Alter. Muss halt nur teilweise ein bisschen kreativer sein, aber das verursacht ja jetzt nicht unbedingt ein Leid. Ich denke, jeder Mensch hat so seine eigene Definition irgendwie von Normalität und meine ist halt so, wie sie ist und das ist völlig in Ordnung. Behinderte Menschen brauchen immer Hilfe. Es ist häufig so, dass Menschen einem Hilfe anbieten und das finde ich ehrlich gesagt auch super. Also bitte immer weitermachen. Nur was so ein bisschen stressig ist, ist, wenn Menschen einen nicht fragen, ob man überhaupt Hilfe braucht. Kann zum Beispiel passieren, dass man gerade aus der Straßenbahn aussteigen möchte und plötzlich kommt irgendwie jemand unvermittelt, macht sich am Rollstuhl zu schaffen und das kann halt für beide Seiten einfach ziemlich in die Hose gehen. Letztendlich ist es so, die Menschen wissen schon selber, was sie da gerade machen. Und wenn ihr wirklich das Gefühl habt, dass es sein könnte, dass eure Hilfe nützlich sein könnte, dann sprecht einfach die Leute bitte an. Und zum anderen wäre es auch ganz gut, wenn ihr nicht automatisch annehmen würdet, dass jemand, nur weil er körperlich eingeschränkt ist, automatisch in irgendeiner Form hilfsbedürftig sei. Behinderte Menschen sind dankbar für alles. Mir ist aufgefallen, dass behinderte Menschen oft gerne in der Rolle des dankbaren Almosenempfängers gesehen werden. Aber letztendlich finde ich, dass wir unbedingt von diesem Klischee weg müssen, weil es den Menschen in eine sehr passive Position bringt. Auch dafür immer dankbar sein müsste, dass andere nett zu ihm sind. Und das entspricht halt alles nicht so ganz der Realität von behinderten Menschen. Behinderte Menschen haben Heldenstatus. Bullshit. Das Problem darin ist, dass allein das Leben als behinderter Mensch als etwas Übermenschliches dargestellt wird. Und nein, ich leiste nichts Heldenhaftes oder so, nur weil ich ab und zu für lange Strecken einen Rollstuhl nutze oder eben halt manche Dinge nicht auf die Art und Weise kann, wie sie andere können. Was allerdings eine ziemliche Leistung ist, ist die Tatsache, dass man sich halt immer wieder gegen strukturelle Probleme irgendwie wehren muss oder dass man immer wieder Lösungen finden muss, um mit Dingen, die einem von der Gesellschaft etwas schwerer gemacht werden, umzugehen. Ja, aber trotzdem ist man eben nicht aufgrund einer Behinderung irgendwie eine Heldin oder ein Held. Es ist einfach nichts Übermenschliches, sondern was zutiefst Menschliches. Warte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr selber eure Erfahrungen damit gemacht habt, dann schreibt sie uns in die Kommentare. Und lasst uns ein Abo da. Es gibt Hunde. Weiter.